Weiter mit Chaos Gate Demon Hunters. Ich bin Alpharius und bei mir ist mein Co-Host Alpharius. Hallo, ich bin Alpharius. Ihr seid auch alle Alpharius, also können wir loslegen. Wir haben das letzte Mal unseren besten neuen Freund Kardex, das Gästezimmer zugewiesen, schätze ich, nachdem Storm ihm von hinten einen Klappstuhl über den Nacken gezogen hat. Als er den Ring kam. Wegen haben sie seinen kleinen komischen Propeller-Jump-Pack-Dings da wieder zusammengeklebt, nachdem wir das Ding kaputtgeschlagen haben, mit dem Klappstuhl. Wir haben die Batterie abgeklemmt, dann läuft das Ding nicht mehr. Die steht Pluspol, klatsch, nein! Die haben die Batterie falsch rum reingesteckt, jetzt kann er nicht mehr fliegen. Sie haben vorher so eine AA-Batterie gesteckt, der dreht die einfach. Time is of the essence. Okay, Mann, du weißt, dass wir dich töten müssen, bevor das hier zu Ende ist. Nur so. Ich habe heute wieder den Clip aus Astartes gesehen, wo der Psyker so ausrastet und der andere dem einfach die Faust durch den Kopf drückt. Ja, und dann kriegt er noch ein komplettes Bolter-Magazin reingepresst, damit er nur noch roter Nebel ist. Ja, so. Lustiger Funfact, nach deinem Intro musste ich dran denken. Ich habe jetzt das Alpha Legion-Buch angefangen. Nach meinem Intro. Aus der Horus Heresy. So, die Sache ist die, was auch immer als nächstes Mission aufpoppen, hier geht ein Morbus auf. Das heißt, wir machen heute Morbus 2 Electric Boogaloo. Wir waren zu Morbus 2 nicht eingeladen, wir dürfen erst wieder bei Morbus 3 mitmachen. Hey, ich würde gerne erst wieder bei Morbus 3 mitmachen, aber manchmal gar nicht, dass ich... Was ist mit dem los? Ladet die Geschütze! Oh Gott. Oh, das ist aber ein großer Kerl. Was Hallo? Zum Fick ist das? Das ist ein Space Hulk. A disgusting Hulk of plague filth. Open fire! Alert! Current ordinance appears ineffective. Commander, you know the answer here. A strike squad of our brothers. Wir brauchen aber gleich Leute für. Alternative. Cannon batteries could be overcharged to pierce this hole. Risk of damage significant. Ob meine Geschützbatterien explodieren oder nicht, ist mir total. Wir haben keinen. The Inquisitor's suggestion is feasible. Ekta, jetzt chill mal, kurz eine Sekunde. Ekta, chill mal, kurz eine Sekunde. So, erhebliches Risiko. Vier Ritter ein Risiko. Das Schiff wird einem gewissen Risiko ausgesetzt. Ich meine, Ekta, wir könnten ein Exterminatus-Torpedo auf die Space Hulk feuern. Also überlade die Kanonen ist ja schon mal raus, weil das ist definitiv cooler. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, vier Jungs, wenn wir uns die aussuchen könnten, wäre das was anderes, aber gleich wird gemorbust. Aha, und wir müssen wahrscheinlich auch die Fregatte besetzen. Ja, Lunette, da drück schon mal, mach schon mal die Sicherung raus. Das knallt hier gleich. Ein Exterminatus-Torpedo auf ein Raumschiff. Ekta, geh doch einfach in die Libris und häng ein bisschen mit Kardex rum. Mach mal kurz die Augen zu. Was soll passieren, Ekta, dass wir zwei Punkte Rumpfstabilität verlieren oder ein Punkt Deflektorschild? Das können wir wieder reparieren. Ekta, Kardex ist ausgebrochen. Was? Er rennt los. Klick. Ergebnisse. Exterminatus beschädigt. Minus 3 Servitoren. Scheiße. Oh, das ist nicht so gut. Ja. Für 30 Tage ist das Arsenal gesperrt. Aber... Das hat mir jetzt keinen Spaß gemacht. Ei hält deine ungewöhnliche Taktik für ungebührlich. Was heißt denn? Gut, ich meine, wir hatten gar nicht so viele Servitoren, wie gerade gestorben sind. Also das ist mir eigentlich ziemlich egal. Und soweit ich weiß, hatten wir auch kein Exterminatus-System. Also, ich hinterfrag das alles nicht. Was mich eher ärgert, ist, dass wir jetzt anscheinend für 30 Tage keinen Loot kriegen können. Das sind mindestens 2 Missionen. Das ist ein bisschen kacke. Wir haben eh genug Loot. Ja, ich dachte, das wäre ein Depthguard Cruiser und nicht, dass was die denn da... Jetzt? Ja, verpiss dich doch, Alter. Langsam ist hier Ende. Flucht! Wohin willst du denn flüchten? Wir müssen hier den Morbus machen. Ja, das sah gerade so aus, ob du flüchten wolltest. Wir laden einfach neu. Waffenstufe! Sehr gut, sehr gut. Wir haben nichts, was wir bauen können. Unsere Servitoren sind gerade alle gestorben, als wir eine Exterminatus-Rakete auf eine Space Hulk abgefeuert haben. Was ist denn hier los? Da fehlt ein Stück. Ja, aber das ist das Exterminatus-Gerät, oder?
Ja. Hallo. Was ist das für ein Tentakel? Sieht doch entspannter aus. Was fahren wir hier für ein Auto? Kein gutes. Some of our seeds into space, they may be distracted by their psychic resonance. Open fire! Also von dem, was ich hier so lese, sollten wir das Ding einfach über den Haufen schießen. Korrekt? Ja. Minus 1 Raumstabilität, das Apothekarium wurde beschädigt. Wir gehen kaputt, Mann, so kurz vor Schluss. Kann ich dann jetzt bitte die Morbus-Mission sehen? Danke. Hä? Ich sehe keinen Morbus. Hätte doch einer aufgehen müssen. Was ist hier los? Gut, Loot gibt's ja keinen für uns, nicht? Hm. 10 Servitoren, ich würde sagen, wir schicken einfach die Fregatte los und fahren, hm? Was gibt's da oben? Nix, es gibt nirgendwo was für uns. Aber nein. Da geht halt ein Morbus auf, wenn wir da nicht hinfahren. Was, wir können ja die Fregatte bis da hochschicken. Von jetzt hier. Jetzt auf einmal. Will das Spiel uns flachsen irgendwie? Dann kriegen wir vielleicht unten die beiden sogar. Hat das vielleicht was mit... Ja, die kriegen wir beide ohne Probleme. Hat das vielleicht was mit der Reichweite zu tun? Also jetzt, wo es noch maximal früh ist. Weißt du, was ich meine? Ach, dass wenn Zeit. Wir die Fregatte schneller machen, dass sie dann doch... Dann gehen wir auf. Wir schicken das Moped da hoch, um das da aufzuhalten. Wir machen die Mission und dann machen wir noch die Mission. Unterwegs machen wir noch den Kreuzer da platt. Ja, klar. Mhm. Das während wir kein Heildingsbums haben. Wundheilungsrate minus 50%. Das heißt, die Leute nehmen Schaden. stimmt das, was da steht? Es ist ja gerade niemand verletzt. Es sind ja alle fit. Piste. Sind einfach keiner Schaden. Fertig. Das da unten ist eine normale Mission auf einem Einser-Planeten. Ja, aber nichts von dem, was jetzt hier diese Episode passiert ist, hat mir irgendwie gut gefallen. Und warum ist hier kein Morbus aufgegangen? Wir sitzen auf einem vollen Planeten. Mich beschweren? Ja, will ich. Oh. Na gut, wir schicken den Eumel hier hoch. Das ist eine ernste Gefahrenstufe. Wir setzen die Fregatte ein. Crow führt das Ding an. Wir haben Tekios, wir haben Kai. Du kannst da nicht mit hin, glaube ich. Okay, wir haben Tekios, wir haben Kai, wir könnten Tidys mitschicken oder Rugen, je nachdem, wie wir mit auf die andere Mission nehmen wollen. Mein EP kriegen wir ja gerade keine, aber Rugen sollte wahrscheinlich ein Level-Up haben, wenn wir ihn mitnehmen, ha? Ja. Tidys! Das sah eben gerade noch besser aus. Ja, mit Atlantis sah das besser aus. Dann schick Rugen mit. Mal gucken, ob das klappt. Nein, auch nicht. Wenn ich Rugen und Tidys mitschicke. Tidys! Aha! Und niedrig. Ja, das ist mir ziemlich egal. Mir geht's nur darum, dass das sicher steht. So, die brauchen alle 3 EP, auch wenn wir gerade keine kriegen, weil Ektar super pisst ist. 25 Tage ist der Eumel unterwegs. Na, herzlichen Glückwunsch. Gut, dass wir keinen von denen wirklich brauchen, außer Rugen. Der ist ein guter Kerl. Jo, wir haben ja ein paar Ersatzlos. Viel Glück! Mein Bruder Alpharius möchte nicht, dass wir die Fregatte beschleunigen. Der hat sich jedes Mal quergestellt. Ich weiß nicht, was du hast, Alpharius. Manchmal bist du halt echt ein richtiger Alpharius. Das ist nur, weil du Alpharius bist. Uff. Ja. Da kommt sie angeschlichen. Ich sah schon mal stattlicher aus. Was? Ein bisschen poliert. Guck mal, da ist eine Makro weggebrochen. Dann haben wir den Kultisten von Nurgle, den Fürst der Virulenz. Der hat vergessen, sein neues Profilbild hochzuladen. Und wir haben hier einen solchen geplagten Kultisten von Nurgle. Wir wollen jetzt wirklich gegen so Maschinengewehr-Dudes kämpfen. Ja, das ist das, was sie mir erklären wollen. Kein Loot ist auch stramm. Weißt du, wir machen die ganze Requirierung hier jetzt. Ja, wir haben eh nur 6. Ja, die fixen wir wieder. Das ist alles schon in Ordnung.
Die ist nur kurz weg. Wir wurden von einem scheiß Tentakelschiff gerammt. Ja, da ist sie in Nordpol-Makropole. Heftig. Mann. Alter, die haben jetzt aber echt lange weg, die Jungs. Ja gut, außer Tidys. Wir kriegen keinen Loot mehr, bis scheiß Kardex uns erklärt, wo wir die anderen Schnitter finden. Mission. Nee, warum verstehen? Können wir die nicht wegfoltern? Ich hätte eine Idee. Ich kenne da ein paar, die können ganz gut foltern. Hey, Jungs, mir gefällt, was ich hier sehe. Was geht bei euch so? Ist eine Weile her, dass wir alle zusammen auf dem Feld standen, schätze ich. Die können so losfahren. Ich denke, die können losfahren. Hatten wir hier nicht irgendwas anderes geholt? Irgendeinen Dingsbums, Ausrüstungs, Krempel, Krimskrams? Was Cooles? Richtig, das Ding hier. 10% Crit bei Nahkampfangriffen. 50% Konzentration. Richtiger Banger. Ja, das kannst du gegen die Beinschiene tauschen. Den hätten wir denn noch. Wrathbane wäre noch da. Storm. Ach stimmt, Kai ist ja bei uns geblieben, gell? Er macht die Beinschiene ja für 70% Crit-Chance auf Gebrüll. Oh ja. Seinen neuen Psy-Bolter. Na gut, ins Teleportarium. Es gibt leider keinen Loot für euch, Männer. Und es gibt auch keine EP für euch. Und wer verwundet ist, bleibt für immer verwundet, weil das Apothekarium ist kaputt. Das heißt, ihr benehmt euch, wenn ihr da unten seid. Weil ihr werdet nichts mitbringen, außer 10 Servitoren. Okay? Okay. Ab dafür. Schnelle Mission. 20 Minuten Abenteuer rein und wieder raus. Und danach ins Detox-Camp. Nein, danach fahren wir zur nächsten Mission. Kein Detox-Camp für uns heute. Seegurke, Seegurke. Diese Cruiser sind so lästig, gell? Ich so. Die Cruiser und das Gellerfeld. Oder der Captain der zweiten Kompanie. Auf welcher Karte, auf der wir schon mal waren, sind wir heute? Oh hey, ein lieben Russ. Mit einem großen Rohr, nicht der kleine Stupper. Is a rapid intervention and strike. Oh, wir sind im Schützengraben. Wir liegen auch in Jungs Cadia rum. Cadia Stance! Immer noch? Also, Aha. Nein. Also, die wow, Jungs. Wow. Jetzt bleibt mal cool. Ich weiß, wir brauchen gelbe Saaten, aber das ist ein bisschen Overkill hier. Ach, die armen Jungs hier. Da liegen sie alle auf dem Boden. Sie hatten nie eine Chance. Links rum und dann hier einmal rüber, ha? Huh? Nur. Ihr Saatträger, Alter. Ah, jo, das ist halt eine super einfache Mission. Ich denke, wir schicken einfach Worte mal vor. Er soll so lange laufen, bis er jemanden sieht. Dann teleportieren wir uns in die rein und zerhacken die. Ja, dann bleib stehen. Was ist das? Powers protect us. Hallo? Ist so lästig, dass die sich alle so verteilen. Die kann ich nicht mal töten, die rennen hier rum wie die Kakerlaken. Es könnte sein, dass wir die da hinten... Nee, die sind viel zu weit weg. Ich wäre schon gern hier oben bei diesem Grabstein da. Wie soll ich die denn alle umbringen? Krasses vernichtet die einfach, der kann nicht mal jemanden betäuben hier. Krassus tötet die einfach aus Versehen. Ja, ne? I am here to serve. Guck mal, wie viel du mit dem Strudel reinkriegst da unten. Na, erstmal extrahieren wir ein bisschen Saaten, weil die brauchen wir nämlich tatsächlich, die gelben. Davon haben wir sehr wenige. Das war immer sehr stiefmütterlich behandelt worden, der gelbe. Aber der kam auch einfach nicht so. Waren hier nicht zwei? Da, direkt neben uns. Ne, der gelbe und der rote kamen tatsächlich recht selten, ja. Ich glaube, weil der gelbe normalerweise für die Technophage-Mission ist. So, was machen wir denn jetzt hier? Wo ist denn hier der Spaß zu Hause? Nicht empirische Herrschaft, ich will gern Strudel des Todes haben. Ja! Gut.
Er freut sich. Wenn ich den da jetzt betäuben würde. Plus 2 betäuben. Wie viel macht? Krasses. Okay, das heißt, wir könnten den hier, den Maschinengewehrschützen, der am meisten HP von denen hat, könnten wir potenziell betäuben und mehr AP für die anderen Jungs rausholen, ja? Mhm. Das schauen wir uns nochmal an. Der macht immer screechy screechy. Okay, krass, das ist jetzt ganz sanft. Ganz sanft anpieksen einfach nur. Oh Gott. Fleischsalat. Der Rob ist übergeblieben. Death makes us stronger. Der kann sich drehen da unten in den zwei. Im Drehen haben wir noch nie benutzt, gell? Alter. siehst du unser Problem? Was ist das hier? Das ist doch einfach nur, da will ich mal zugucken. Was ist das? Den Clip musst du auf Pornhub hochladen. Oh, destroyed, Commander. Uff. Uff. Gib. Oh Gott. Wie ein kleines Kind sitzt er jetzt da, spritzt sich die Hosen voller Blut. Aus seinem Armstump. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwas mit Glory to Zyphos zu tun hat. Mm-mm. Ich glaube aber nicht. Anschießen und dann totblitzen. Ich traue der Gruppe da hinten nicht. Das könnte wirklich ein bisschen weit sein, hier hinzulaufen, wo die stehen. Ich brauche die zwischen... Ich brauche hier den Zwischenpart. Oh Mann. Ich hoffe, die nächste Gruppe ist nicht so peinlich. Dass die einem fast leid tun? Hast du gesehen, was Ireland das mit denen gemacht hat? Jawohl. Ja, die kann ich wenigstens pieksen, ohne dass sie sofort draufgehen. Aber es sind auch nur 2 Stück. What do we have here? Jetzt sind nur auch nur 2 Stück, nicht? Die haben sich den Tag auch anders vorgestellt. Ja, die ganze Map hier hat sich den Tag anders vorgestellt, Mann. Also, das wird ein easy Ding, einfach runter, so ein bisschen Imperial Guard ist da, vielleicht ein Space Marine Chapter. Anderen haben gesagt, super, mach mal so. Räumen. Ich dachte, du wolltest den betäuben. Wieso? Einfach so. Krustus. Es ist doch total irrelevant. Wir können die einfach so totschlagen. Na, der soll den schreddern, damit er den Punkt bekommt. Na, wir können den da betäuben, aber wofür jetzt genau? Ja, komm. Ich glaube schon, dass wir 23 Punkte Schaden hinkriegen, oder? Ja. Er rennt es fast alleine. Buding. Der crittet jetzt wieder, obwohl er es absolut null verdient hat. Ich weiß nicht, wo der immer seine Crits hernimmt, gell? Na, großer Kerl, schon Spaß? Hast du schon Spaß? Ja, sein Tag ist rum. Der Kerl haben die da die Ecke gedrückt und misshandelt. Mit langen Speeren totgestochen. Aber wir sind zu weit weg, um die diese Runde noch anzugehen. Hart, das heißt, wir müssen eine Zwischenrunde einspielen.
Hat aber auch einen Vorteil. Bällchen. Wenn Krassus jemand betäubt. Oh. Ah! Weiter geht's! Der Mückenmann. Der Mückenmann. Okay, das ist jetzt aber eine wilde Gruppe. Da müssen wir mal kurz schauen, was wir hier machen. Ach so, gibt's eine andere Taktik als reinporten, im Kreis drehen und alle umbringen? Ja, vor allem, weil er denen gerade ihr Fleisch geschwollen hat. Der hat denen das Fleisch geschwollen, Mann. Das ist eine schöne Gruppe, die wir da gleich nehmen können. Wir kriegen den Priester da schon irgendwie mit rein, wenn ich den Pixel treffe. So, zuerst müssen wir die Jungs holen. Am besten hier so in der Gegend, ha? Mhm. Erstmal rein da mit den Boys. Wie die dann alle so in Bereitschaft gehen. Dann losgehen. So, extrahieren wir die Buben hier mal. So ist es. So, was haben wir denn hier? Können wir den betäuben? Jein. Wenn der erste Schlag kritisch kommt, ist das keine Betäubung mehr für uns. Wenn der zweite Schlag kritisch kommt, ist das auch keine Betäubung mehr. Wir gucken mal. Wenn der erste Schlag nicht kritisch kommt, können wir, gell? Ja. Betäubung in 1. Er kriegt den Punkt zurück, weil es ein Crit war. Ich halte es nicht aus, gell? Weißt du eigentlich, was das früher für Gefahren für unser Squad war? So ein Mage. Und der geht zu dem, rammt ihm die Elebade, den war betäubt in einem Zug. Und dann zermatscht er den. What is your will? Naja, wir haben hier ein bisschen Probleme, nicht? Das heißt, wir müssten ja erstmal ein paar Leute zermalmen. Wir haben mal niemanden, den wir noch betäuben können. Ne? Ich meine, klar, den da könnten wir noch betäuben. Warum geht denn der nur so kurz? What is your will? Wir hatten doch eine Zwischenrunde. Wieso hatten der keine Execute-Punkte gekriegt? Nein, er hat nicht. Ach, wir hatten keine Zwischenrunde, natürlich. Genau, und deswegen hat er nicht alle wieder aufgefüllt bekommen. Wir könnten den Knopf mal drücken. Das wäre sogar gar nicht so dumm. Cool. Ich schub's hier sogar weg. Sachen gibt's. Kann ich ja hier nicht um den Knopf nochmal drücken? Nein, guck mal, wo die stehen. Genau. Wir haben jetzt keine Teleportfunktion mehr übrig. Jawohl, dann müssen wir die letzte Gruppe halt zu Fuß nehmen. Das glauben sie selber nicht. Wir drücken da oben auf Willenskraft und machen weiter. Stimmt. Sich so ganz Cash umdreht. Aber warte, ich muss kurz deinen Kumpel grillen. So machen wir hier Punkte. Der Mage dreht sich einfach wild im Kreis. So, ja, hätten wir den hier noch, ne? Jungs, alle drauf! Ich will, dass der Typ komplett vernichtet wird. Keine Gnade mit den Dämonen. Feel my so, wie sieht's denn aus jetzt eigentlich hier? Hat er genug Punkte gehabt oder? Na gut, der hat 9 von 11, der kann mal Wille des Imperators weitergeben. Dann kann der sich gleich wieder teleportieren, der gute Kerl. Das da müsste noch schnell jemand einsammeln, bevor wir fertig sind. Der Mückenmann so, warum geht der schon? Wo will der hin? Hallo, ich lebe doch noch, oder? Jungs, kann sein, dass ihr was wisst, was ich noch nicht weiß. Ich lebe doch noch. Und Melk ist so klar, du lebst doch. Warte mal. Ist es desinfiziert ihr das eigentlich? Nee. Da sind Purity Seals. Da sind Purity Seals drauf. Sind das ganz normale Chaos Spaces? Entschuldigung, ich weiß, Death Guard sind keine normalen Chaos Space Marines. Vor allem, weil das da ja Plague Marines sind, oder? Ja. Das sind ja schon Elite Chaos Space Marines, nicht einfach nur Space Marines mit Spiky Armor. Enemy sighted. Wir reden einfach nicht mehr über Tor der Unendlichkeit Abuse.
Mortimer hat sich das definitiv verdient und ich schätze, die Strike Force Xyphos ist groß genug, um das hier so machen zu dürfen. Wie er vor ihm steht, weißt du so, das mit deiner Überwachung, das hättest du dir auch klemmen können, Junge. Na, noch darf er's. Ja. Jetzt darf er's nicht mehr. Hey, 4 können wir doch machen, oder? Aber wir hatten schon wieder keine Zwischenrunde. Alle anderen kriegen halt einen Punkt. Was hab ich denn da gerade verpasst? Das hat ihn ja so gar nicht interessiert, aber hey! Wo soll das denn betäuben, Mann? Mortimer kann empirisches Angepisstheit oder was? Ne, den Strudel. Empirische Angepisstheit. Wir können aber auch mal. Trifft das einen von uns? Ja, leider, schade. Und sogar einen Schaden. Ja, Irrsinn, weil wir können ja vor allen Dingen gerade niemanden heilen zu Hause bei uns. Du kannst strudeln. Ja, aber wir müssen ja gleich noch uns verteidigen. So, das ist die Sache. Ja, gleich gehen wir hier Portale auf. Ja, aber dann kannst du dem ja Punkte geben. Du hast ja noch. Ey, krass, das irritiert mich nur gerade. Ich wollte doch eigentlich nur, dass hier... Das macht das dann nicht kaputt, oder? Ich glaube nicht. Wenn doch, dann nimmt halt jetzt davor niemand einen Punkt Schaden. Wir haben nicht mal die Saat gekriegt. Der ist einfach komplett ausgerastet gerade, der Typ. Das sind zwei Verstärkungen, die kommen. Ja, aber ich wollte die gelbe Saat haben, Mann. Jo. Ein bisschen was haben wir gesammelt. Konnte ja keiner wissen, dass der den gerade... Er konnte ja keiner wissen, dass der einen Orbitalschlag auslöst. Malchus, aber der hat einen Damage genommen, der muss ja jetzt wegen verletzt sein. Ja, unbedingt, nein, aber es kann schon passieren, dass der leichte Verletzung bekommt dadurch. Justice. Jungs, macht euch mal bereit, ne? Macht euch mal bereit. Ich bin bereit. Was auch immer da passiert, ich schätze, wir kriegen das schon auf die Kette. Hey, kleiner Kerl. Lauf doch nicht weg! Oh Mann. Wie wär's denn, wenn uns unser Freund einfach hier raus teleportiert und wir stehen einfach die zwei Runden irgendwo in der Gegend rum? So, was haben wir denn hier? Wenn wir uns hier hinporten, wobei die da stehen schlecht dann dafür, gell? 9, Alter. Da war drauf geschossen. Die haben wirklich 9. Wenn ich den Strudel der Verderbnis verpasse, 2 von denen und orbitales Bombardement da drauf blase, sind die Typen hinüber. Ja. So, wir machen ihm erstmal die Punkte. Jetzt können wir ja ausgeben, was wir wollen. Wir sind ja fertig hier. Wow. Da steht noch ein Terminator, ein Space Marine und 3. Wir sind hier fertig. Die Armen, weißt du? Hat die auch noch ihren Job? Einzig, was die Black Bearer machen, ist mir auf die Nüsse gehen mit ihrem Blödsinn. Wo ist denn der Unterbrecher-Servo-Schädel? So. Ich würde gegen die Jungs kämpfen, ohne dass sie parieren können. Tassos, mein Kerl. Mach mal hier Betäubung. 2-mal, nicht? Und dann guckst du mal weiter. Wenn der krittet, ist da noch nichts. Doch. Der darf schon noch. Und er kriegt jetzt alle Punkte zurück. Kriegt er? Hatten wir eine Runde? Ich glaube, das war nicht, eine oder? Runde. Der Feind war doch dran. Oh ja, er kriegt zurück. Der Feind war dran. Welcher Feind? Ich sehe hier keine Feinde. Ich sehe hier nur Futter. Keine Feinde, das sind Opfer. Ich sehe hier keine Feinde auf dem Feld. Wo siehst du denn hier Feinde? Entschuldigung, sah kurz danach aus. Kriegt den Punkt zurück, weil es ein Crit war. Ich glaube, den Punkt zurück hat er schon gekriegt.
Das Schwert macht immer noch keinen besonders coolen Sound, wenn das Leute tötet. Fehlt halt immer noch was, ja. In einen tot geblitzt und den anderen weggeballert. Ja. Reicht leider nicht. Hey, haben wir noch irgendwie ein bisschen Verstärkung? Haben wir jemanden, der noch kämpfen kann? Jemand, der noch Bock hat? Kann sein, dass der pariert. Kann, ja. Dong! Vater. Na gut, jetzt wo du pariert hast, kann ich auch auf Hammerhand drücken. Nochmal gekriegt. Lunette, wir wollen nach Hause. Schatz, gib Arbeit für den ganzen Tag. Oha, die Warpwogen, die hätten wir natürlich nur verhindern können. Dios mio, wir haben gerade die andere Mission noch hinterher. Ja. Teleport coordinates locked. Initiating sequence. Hätte sie eigentlich direkt am Anfang machen können. Ja, hätte sie. Wow, sowas, unerwartet. Nicht mal bei sowas sollten die direkt nach Hause fahren. Direkt, wir kämpfen gar nicht. Kommen so an, gucken so übers Feld und winken so und die anderen, die Bohrportale gehen auf und die hauen einfach ab. Frage ist halt wirklich, warum da kein Morbus aufgegangen ist. Das macht mich ein bisschen nervös, weil der Planet jetzt immer noch da so rumstinkt. Ist das schlimm? So, Jungs. Kurz die Schwerter abwischen, wir fliegen weiter. Plus 12, nice. Wiederholst du eine Capri-Sonne? Ja, ich bin mit meinen Requirierungsanfragen zufrieden, danke. Verballerst du auch einfach den Exterminator-Torpedo? Weil's lustig war. Wow, das... Können wir das anders machen? Kann ich hier rumfliegen? Ist sogar schneller, oder? Ja, glaube ich nicht. Schnell. Wahrscheinlich schaffen wir es dann wieder nicht, um einen halben Tag oder so. Unterwegs parkt er nach oben. Dann parken wir nach unten, wenn der jetzt hochfliegt. Sollst du mal sehen, da bin ich schnell. Nimm mal dieser andere Alpharius auf dem Schiff da drüben, der könntest du den Weg abschneiden. Dass er nicht weiß, ist, dass ich Alpharius bin. Ich bin aber auch Alpharius. Ja, wir joinken aber schnell ein bisschen Requirierung mit. Oh, hast gesehen. Oh! Zieh vorbei! Nimm die Nachbrenner! Werf die Superzündis rein! Mann, ey, die Edik sah schon mal besser aus. Gott sei Dank waren wir bei der Aral tanken. Das können wir dann eigentlich noch reparieren, wir haben doch mittlerweile ein paar Servitoren. So, reparieren wir mal das Apothekarium. Und dann gucken wir, wir haben noch nie Exterminatus gehabt. Wir bringen das Schiff wieder auf Vordermann! Was passiert hier? Wir verpassen die Killbox-Mission. Unser Strike-Cruiser soll schöner werden. Ja. Okay, ein Grimoire, kein Loot. Gegen wen kämpfen wir denn? Oha, geht also richtig ab, sagst du? Halt die Fresse. Wie viel Verstärkung kriegen die vier? Was machen wir denn hier überhaupt? Blütenwuchs. Was ist das? So eine Blume. Eine oder zwei? Weiß ich nicht. Nee, das eine ist Sporen. Ja, das andere ist ein Blütensprüher oder so ein Mist. Ja, gab's genau, eigentlich jetzt mal eine von diesen neuen Missionen? Das ist eine neue. Das ist der Blütenwuchsschreier. Die, genau, wo man mit den Marines zusammenkämpft, mit der Imperialen Garde. Geweihte Servitoren schützen. Das wäre eine von den neuen gewesen. Ah. Mit einem Dreddy dazu. Ja, das stimmt. Wachen schützen. Das werden wohl. Naja, da wären wir aber nicht hingekommen. Ich meine, so haben wir 3 von 4 gemacht und da bekommen wir nur 2 Punkte drauf. Mehr hätten wir wirklich nicht machen können fürs Universum. Und wir sind immer noch in der Nähe vom Morbus. Und natürlich den, weiß ich nicht, mittlerweile bald 3 Strike-Cruisern, die hier unten noch rumlungern. Sind nur noch 3. Packen wir uns runter, hauen wir ordentlich auf die Kacke. Jungs, ihr seid noch heiß. Wir gehen wieder runter. Die sind gar nicht aus dem Teleportarium raus, die haben die ganze Zeit da drin gestanden. Das sieht unbequem aus, das sieht aus wie diese Plattform aus Avengers Endgame. Wo sie Vergangenheit, Zukunft reisen. Jawohl. Zukunft ist Vergangenheit. Pimpartikel.
was du für einen lustigen Witz erzählt hast im Ladebildschirm. Der war gut, ne? Alpharius. Der war... Wo sind wir hier? Oder bin ich Omegon? Was? Wer ist Omegon? Ich hab gedacht, Omegon ist Alpharius. Auch? Ist das die allererste Mission? Wo sind wir hier? Was ist das für eine Map? Nee, da waren wir noch nie auf der... Doch, bestimmt. Doch, hier waren wir mal. Hier haben wir gekämpft in der Gegend. Was haben wir denn hier? Dreimal Blütenwuchs. Hallo, Mann, ich habe gerade so keine Zeit, dass die Episode hier doch noch auf 2 Stunden hochgeht. Und vor allen Dingen auf gegenüberliegenden Seiten von der Map. Ah ja, dann Druck 3 Geschwindigkeit. Warte mal, los. Ich würde sagen, wir machen den da. Dann, weiß ich nicht. Den da? Das ist alles irgendwie schwachsinnig, egal. Welcher ist denn am nächsten? Ja, die Kräne sind zurück, Mann. Alter, man die Kräne sind zurück. So eine Kralle, wie so ein... Die Klaue. Vielleicht finden wir unterwegs ein paar Patrouillen, zu denen wir uns teleportieren können. Damit es nicht langweilig wird. Okay, Alter, siehst du, was hier passiert? Wir schwitzen eine komplette Runde aus. Das ist ja ekelhaft. Keine Kämpfe für eine ganze Runde. Dann wird Kai wieder sauer. Wir nennen die Episode hier Kultisten und Cruiser. Das ist alles, was hier passiert ist. Kultisten und Cruiser. Ich finde das ein guter Name. Wir könnten ja eigentlich Ehre dem Orden weitergeben, damit Wattimer weiterlaufen kann. Gehen wir da nicht rüber, doch. Müssen die kleine Was soll das denn hier? So sind wir denn 2 Runden jetzt schon unterwegs, ohne dass wir Gegner sehen. Ist nicht gewohnt, ne? Nein, normal. Was heißt nicht, du bist doch immer mit dabei. Normal rennen wir los und wir können in der ersten Bewegung schon eine Gruppe annehmen. Ich weiß, ja, du siehst immer nur so einen verpixelten Krempel in dem kleinen Stream, den ich hier aufhab für dich, weil das Internet, wo du bist, einfach nur ein Verbrechen ist. Was geht's? Und definitiv eigentlich unter Wehrkraftzersetzung fällt, oder? Ja, ich verstehe. Also ich habe hier überall LAN-Anschlüsse, aber darf die nicht benutzen, sondern muss das WLAN nutzen. Ja, aber hast du deinen Doggle mal da reingesteckt, nur um rauszufinden, was dann passiert? Angeblich ist da nur Intranet drauf. Alter, dein Hodensack hängt raus. Was? Bin ich irgendwie verstrahlt oder habe ich einfach vergessen, wie die Missionen hier funktionieren? Mann. Bist du doof oder so? Kann es sein, dass du irgendwie dumm bist? Brothers, strike for the chapter. Das hier ist die Strand-Episode, die besser niemand sehen sollte. Auch die Gegner nicht. Gliding through the wall. Oh, der da unten, der Traveling unseen path. Wenn die Brüder kommen. Ah! Bitte überlebt das. Muss er ja. Oh, ich bin gefallen und kann nicht wieder aufstehen. Nimm das, Alpharius. Du wirst hingerichtet, du hast Glück gehabt. Du wirst hingerichtet, du hast Glück gehabt. Standing ready. So, was machen wir denn hier Feines? Was ist eigentlich mit den Pappkameraden hier? Denken die wirklich, die könnten einfach so rauskommen? Können wir nicht einfach reingehen in das Portal? Hiervon, die stehen davor, warten so, und da kommt so ein Grey Knight rein und zieht einfach einen raus. Wir könnten den Scherzkeks hier anbrüllen, ich weiß halt nicht. Ja doch, der geht auf 6 runter. Dann haben wir noch einen. Wir müssten den hier einen Schritt bewegen, ja, dann fängt er sich ein paar ein oder kann der Typ da keinen Nahkampf? Ich glaube, der haut nicht. Einer da darf er gehen. Der darf auch weiter weg, oder? Nee, wenn eins weitergeht, dann geht das Schwert an. Okay. Oh, nice. Sehr gut. Machen wir direkt einen Betäuben drauf, dann passt das auch. Dann muss der andere den 2-mal schlagen und dann hat der 3. Schlag ist dann Betäuben. Wenn du unterwegs keinen Crit raushauen. Kann nur sein, dass wir den dann kurz rasieren müssen, damit wir nicht die rote Saat da kaputt machen.
Weil ich drücke nicht auf Meister der Zerstörung. Was soll das für Quatsch sein soll? Bullshit. Medic, wir müssen den Mann da mal kurz rasieren. Ich mach's obenrum ein bisschen kürzer. Extraktor den Typen ab. Piep, 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 piep. Oh, muss ich den Film wieder sehen, wenn ich an das Zitat denke? So, Rassus? Oh! Das hat dieser Fürst der Virulenz sich auch anders vorgestellt. Als er den Auftrag hier angenommen hat oder als er uns gesehen hat? Was mache ich da unten? Da ist eine Regel nur Zivilbevölkerung, ein bisschen planetare Sicherheit. Ja, super, Knaller, geh mal hin. Was machen wir denn eigentlich hier mit dem Kerl? Er hat irgendwie ganz schön viel Gesundheit, oder stelle ich mir das nur so vor? Doch, hat er. Da musst du lang drauf rumhauen. Ja, ne? Das ist das spannende Gameplay, für das die Leute hier einschalten. Nein, ich glaube, es ist mittlerweile unser toller, charmanter Humor. Ich hoffe, jeder Alpharius draußen an den Empfängern ist gut unterhalten von dem hier. An den Empfängern? Ist okay, Opa. Schaust du das hier nicht auf deinem Voxcaster? Wie genau empfängst du das hier? Einer Maschine, die KI verwendet. Haben wir jemanden, der Handgranaten hat? Nein, aber wir können nicht Melkis da runter schicken, um auf die da zu warten. Komm auch her zur Not. Wir kommen zu denen. Warte mal. Ja. Jodus! Wer darf denn? Warte mal am besten. Warte mal. Warte mal. Another one down. Dip, 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 dip. Schade, die ganzen Punkte jetzt verloren gehen. Warum kann der nicht weitergehen? Kann man nur 3 weit gehen? Muss man dann kurz Pause machen, weil das Spiel nicht mehr kann? Ja, anscheinend. Ja. Ist ihm das zu steil da, oder? Es ist ihm nicht zu steil, es ist einfach nur, weil man normalerweise nur 3 Aktionspunkte hat. Deshalb kommt das Spiel nicht damit zurecht, wenn du mehr als 3 Punkte weit gehen willst. Oh! Eine Patrouille! Wow, 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 wow. Wo kommt der Typ denn her? Und wo will er hin? Und wie viel Zeit wird er noch haben? Kannst du ja rüberporten. Alter! Das Ding ist einfach so klug geballert. Rüberporten, ja, müssen wir ja nicht, sonst sind wir zu weit weg. Problem ist halt, wir könnten die da dann direkt mitpullen und dann haben wir ein bisschen Probleme. Ja, wirst du, ich meinte da reinporten. Ach so, aber dann verlieren wir ja Punkte. Ich hab gedacht, wir machen die hier und pullen die da dann. Ja, aber wenn du jetzt die links schon machst, dann haben die da rechts eh nichts mehr zu machen. Kann ich mich nicht nach hier teleportieren? Achso, weil ich nicht dicht genug... Wieso kann ich mich nicht über die ganze Karte teleportieren, wie es mir passt? Frechheit. Was ist das für ein Kackspiel? Deinstallieren, 1 Stern. Na gut, die 12 Punkte Schaden kann dem da ja wohl noch irgendjemand machen, oder? Das sollte jemand hinbekommen. Dann teleportieren wir uns da hoch. Zur Not kommt der eh nicht so weit. Oh. Hat zum Teufel. Oh nein. Ein Trupp Vollidioten. Bitte nicht wie die Ratten rumrennen. Und die stehen nicht schlechter über uns. Oh, extra Loot. Die stehen auch gut. My Blade is yours. Ganz entspannt Extraktor. Dann weißt du, dass du nicht mehr lange hast, wenn das Ding kommt und deine Saat nimmt. Weißt du, dass du es nicht mehr lange hast, wenn die anderen schon alle anfangen wegzugehen oder irgendwelche Sachen einzusammeln? Auch das stimmt. Schön, Männer. Dann kommen wir zum spannenden Part. Guck mal, was Worte man da oben so wegzaubern kann. Oder erstmal das. Ist ein bisschen schade, die verwirbeln ja dadurch nur. Dann bräuchten wir vielleicht so jemanden wie Islandis, der hier seinen psionischen Ansturm drauf knüllern kann, weißt du? Na gut, eins nach dem anderen. Machen wir erstmal Strudel der Verknüpplung.
Wen hätten wir hier? Das wären 3 und der eine wäre quasi gratis. Das sind 4 und der eine ist gratis. Na gut. Spürt den Zorn des Gott-Imperators. Ireland, hast du frühstückst so Dinger doch normal, oder? Extra. Nein, Mann, der steht nicht mehr auf. Tut mir leid, dass ich dich da enttäuschen muss, aber... Das ist, Der hat fertig. Ich hoffe mal, dass das Ding da mitten in die Luft sprengt. Jawohl. Was genau ist da gerade passiert? Wer ist denn jetzt noch übrig von denen? Der eine. Keiner? Die sind alle gestorben mit dieser Explosion. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. So geil war diese Explosion, dass ich komplett verpasst habe, was da mal passiert ist. Der hat, ach, ich wollte gerade sagen, der hat eine Handgranate dabei. Ich habe gedacht, wir hätten keine Handgranaten mehr. Die Gehirnmine, oder? Die Gehirnmine. Eine Mine. Praise the Emperor. Kannst das Ding blitzdinken und Merkus kaputt schießen. Welcher Blitzding ist er von hier denn? 8. Magus kann 2x4 schießen. Vielleicht. Stand da eben. Erstmal schmeißen wir noch empirische Herrschaft an. Und der kann nicht weit genug laufen, der Schwertmann da unten, um irgendwie relevant zu sein für die ganze Sache hier. Wow. Da haben wir geguckt, ob er genug Munition hat. Das ist ein klassisches Problem, das wir haben. Scheiße. Sag ich ja. Yes, Commander. Ja, du benutzt es sonst eh nicht. Ich weiß. Hi. Deine andere Hälfte ist... Na gut, ich will ja jetzt mal nichts zu sagen. Gut, dann schmeißen wir erstmal empirische Herrschaft an. Mit Warpladung. Ich hoffe, ihr habt nicht gedacht, dass da irgendwas geht mit dem Ding. 4. Wir könnten auch 2 Unterbrecherschädel dahin schicken. Richtig billig, aber ja. Piep, 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 piep. Nimm das! Stich dir den da mit dem Pimmel. Ah ja. So, dann hast du jetzt von deinen Faxen hier. Aber ein Schlachtschiff mit einem Exterminator. Sprengkopf beschießen ist ungranitig. Das war ein guter Zug, okay? Ich weiß echt nicht, warum wir da von Titan aus gesperrt werden. Alle hatten Spaß. Cool. Schöpfen. Du machst extra gegen dämonisch, oder? Organisch. Nicht mehr. Du denkst immer noch an den alten Bolter, den wir niemals an den alten Sägezahn, den wir kein einziges Mal benutzt haben. Kann sein. Unleash me! So, wir müssen Bottomer da hoch schaffen. Der muss ja gleich darüber und dann das Ding da aufdecken. Das da müsste langsam da eigentlich genug Firepower sein, den Typ da zu erschießen, oder? Ja. Kann der hier noch bis hier irgendwo laufen und dann vielleicht so tun, als könnte den zappen, aber so weit zappt der nicht, gell? Ich glaube nicht, wir sind von Worten mal verwöhnt. Yes, Commander. So, du schießt jetzt aber 2-mal, ja? Okay. Aha. Da fällt er erstmal flach, der Hirschkopf. Wie nennst du hier Spitzkopf? Ich bin der dreckige Dan. Festgenagelt, blutend. So, wir haben hier 6.
Wie können wir denn... Er hat 9, dann gehen wir im Wille des Imperators mal weiter. Oha. Helmut. Was willst du? Kann ich dich unserem Freund Paladin Crassus vorstellen? Der mag Hellbrutes. Wow. Was denn hier mit deinem Wackelärmchen los, Mann, in diesem Zahnmund? Ich hab jetzt noch kurz einen Himi in den Kopf geworfen, wird angeschrien, das willst Ende. Willst du uns was mitteilen? Das sieht ja gefährlich aus, was du da machst. Könnte ja fast irgendwem Angst machen. Was, wenn sich einer wehtut? Das kostet viel, wer steht denn hier im Weg? Du? Was hat er denn hier für kleine Kerle? Die haben mehr Rüstung als Verstand, da können wir mit dem Bolter drauf schießen. Meistens auch immer so, ach, müssen gucken wegen der Farbwoge und den WP und jetzt pssst, alles raus. Machen wir doch immer noch alles fein. Ich gucke nach Sachen. So, wir könnten den massiv richtig anschreien. Massiv anschreien. Plus 4 betäuben, dann hat er noch 8. Weil wir müssen sowieso Wille des Imperators zünden. Crit natürlich. Warum auch nicht, gell? Warum nicht einfach mal einen Crit raushauen? Lauf so weit, wie du kannst, wenn du niemandem im Weg stehst. Okay, und die zwei großen Typen kümmern sich um den Hellbrute. Die sind schon ganz heiß drauf. So, Crassus. Ja, das kriegst du hin, ne? Jawohl, jetzt eh. Da ist aber jemand schrecklich müde. Du musst halt eine Pause machen. Oh, armer kleiner Hellbrut. Gute Nacht. Hast du das auch anders vorgestellt? Jetzt explodiert er nicht mal, weil wir den abgebrochen haben. Der despawnt einfach. Jetzt treten alle auf dieser Blume ein. Der wurde einfach gelöscht. Kennst du das, wenn du ein Hellbrut bist und du despawnst einfach, machst aber trotzdem immer noch deine Explosionsgeräusche, weil du es nicht einsehen willst? Du willst halt einfach nicht wahrhaben. Wenn. Komm mal, Erlen, beende den Kämpfe hier jetzt mal. Natürlich lädt er nach. Er ist schließlich Iolantis. Er war noch mit unserem alten Commander unterwegs, Agrawayne. Und hat gegen den Kult des Korn gekämpft. Das waren noch Zeiten. Great Demon sogar. Ja, zwar nicht, dass das viel bringt, aber dann ist Crassus wenigstens schon mal in der Gegend. Vielleicht können wir uns dann auch einen Teleport sparen, wenn die zwei schon hier drüben sind. Ah! War das Poxwalker? Okay. Wow, ihr kleinen Asseln, was ist denn los bei euch? Warte. Oh, warte mal. Ach, Strudel. Oh, alle tot. Ganz ruhig. Wir machen erstmal Reinigung des Unreinen, oder wie der Mist heißt. Ja, dann schicken wir rein. Aber es lohnt sich eigentlich nicht. Ich könnte die einfach alle abschlachten nach und nach. Das sind so viele kleine Asseln, dass ich wirklich nicht weiß. Das müsste eine gute Position sein, oder? Wird der davon mitgetroffen? Ich glaube schon, oder? Nee. Und selbst wenn, der hat 8 Rüstung. Ja, was ist, wenn der geschubst wird? Das klang irgendwie ein bisschen depressiv. Yes, wir haben es uns auch anders vorgestellt.
So, wie machen wir den Spaß denn hier jetzt? Versuch's. Ach, der hatte seinen Scheißdreck dann noch. Your orders? Your orders. At once. Ansonsten hat er keinen Bock auf den Scheiß. Jetzt parier halt, du machst mich echt nervös, wenn das Parieren nicht passiert. Oh Gott, jetzt pariert er mit dem letzten Schlag. Fahrt zur Hölle! Zum Glück hat er noch einen. So, der hat nicht genug WP, aber das können wir ändern, sobald wir Gegner gefunden haben, ja? Dann können sie die Woge aufhalten. Auch das, ja. Ja, die kommt ja jetzt trotzdem, gell? Nee, halt, die Runde wird ja nicht beendet, oder? Nö, wenn wir den da unten töten, wird die Runde nicht beendet, denke ich. Und dann ist ja egal. Ja gut, wir müssen ja so oder so trotzdem Willenskraft auf den abgeben. Es gibt ja keinen Grund, das jetzt oder gleich zu tun. Lauf mal mit, vielleicht findet ihr ja unterwegs irgendeine Möglichkeit, zusammen was Cooles zu machen. Ein Abenteuer erleben, oder? We have purified this place. Jo. Drumrum war jetzt nicht. Drumrum war nicht drin. Jetzt müssen wir aber die Woge wegmachen, weil jetzt kriegen wir sonst eine neue Runde. Praise the Emperor. Ich muss nur kurz nochmal gucken, dass ich jetzt nicht Malkus aufpumpe. Aus Versehen. Wo müssen wir hin? Ganz da hinten. Die anderen stehen, schicken bei Bord immer nur. Was ist, wenn zwischendrin noch eine Gruppe auftaucht? Portet der eh alle ran. Wir können doch Worte mal einfach solo teleportieren. Und dann im letzten Zug die Gruppe nachholen, weißt du, was ich meine? Also außer wir finden jetzt ein paar Gegner, dann haben wir ein Problem, weil der Teleport hat jetzt Cooldown. Aber ich denke, hier ist niemand mehr außer denen da oben, oder? Nee. Geh auch nicht von aus. Dann kommt noch eine Verstärkung und... Ja, also wir vernichten auf der Stelle die Blume. Das stimmt. Dann kommt da gar niemand mehr. Ja, die anderen können eigentlich stehen bleiben. Bisschen wild, dass die nicht irgendwie in Teleport-Reichweite sein müssen und dass sie einfach die komplette Map zieht, gell? Teure Unendlichkeit könnte man tatsächlich bisschen entschärfen. Also nicht teure machen oder so, sondern tatsächlich gucken, dass Leute im Radius auch stehen müssen, wenn der anfängt damit. Und nicht einfach so über die komplette Map gezogen werden können. Gibt einen Grund, dass er die Haube hat. Ja, ne? Aha. Na, da gehe, sieht er die? Ja. Weil weiter kommen nicht, was ist das? Okay. Mittenmann, Terminator? Nee, das ist ein einzelner Chaos Space Marine. Terminator, übertreibt man nicht. Nur nicht so. Wir sind hier doch erst in der dritten Mission vom Spiel oder so. Wenn jetzt schon Terminatoren auftauchen würden, das würde mich ja nervös machen. Was ist das? Hier sind ja wirklich gerade Gegner, gegen die wir auch in der fünften oder sechsten Mission gespielt haben. Habe ich so das Gefühl. Okay, wir bräuchten den gelben Fitzi-Fatzi da. Gib das mal. Gib, gib. Now prepare your anus.
Setz mal hin. Musstest ihm jetzt noch den Arm abschneiden? Ja, das musste ich. Kann ich sagen, dass Chaos Worshipper, der hat es definitiv verdient, vernichtet zu werden. Er ist im Boden. Ah. Wag dich, ein Signal ins Weltall zu schicken. Geh nichts mehr. Thrasos ist unser Mann an der Front. Er zeigt diesen Nörgling schon, wo es lang geht. Hm? Junge, dein Kopf ist auf den Boden gefallen. Vielleicht solltest du dich da mal drum kümmern. Den Gehirnskasten runtergeschnitten. Er will wieder aufstehen. Feierabend. Malkus! Oh, das ist ungut. Halt, stopp! Saat! Jetzt können wir weitermachen. Komm, weitermachen. Rum, 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 rum! Ah, egal, ist noch was im Tank. Der hat Bock, ey. Ich darf was fertig machen. Können auch ein orbitales Bombardement da drauf rappeln, aber. Oh, wow, falscher Grey Knight. Stopp, Schiebung. Ja, Warte mal, war hot. Uff, brocken das Ding da. Eine gute Show war das wohl, Ektar, ja? Beide Missionen hier. Yay, Sieg, wir haben gesiegt. Warum bist du so motiviert? Mann, weil das hier zwei Fake-Missionen waren. Ich wollte nur einen Morbus spielen. Hast schon gefreut, ich weiß, du bist seit Sonntag drauf fickig gewesen. Irgendwie das Schiff aussieht. Wir arbeiten noch dran. Dann kriegen wir hier keinen Morbus, sondern so ein paar Witz-Missionen. Ist auch mal ein bisschen wie Urlaub. Ja, das kann ja mal fertig werden hier langsam. Plus 10, plus 10. Die Jungs brauchen es halt auch mal entspannter. Ich weiß halt nicht, was wir an welchem Equipment wir jetzt noch was machen können mit den ganzen Saaten. Hm. Das Problem ist halt, dass wir dahin wieder zurück müssen und hier zwei Death Guard Cruiser stehen. Unten rum. Ja, dann parkt der um und der parkt um. Na. Ich kann erstmal Ausrüstung durchschauen. Irgendwelche Sachen haben doch noch gebraucht. Ja, den benutzt keiner. Der ist fertig. Der bekommt noch 15% Crit, aber den hat gerade Dings an, gell? Tidies? Tidies oder Storm. So, die Rüstungen. Genau, hier kann der einmal gelb kriegen. Das ist ja, weil wir haben es gerade definitiv. So, die hat niemand an. Die ist fertig. Ja, den quatscht den an. Malkus hat die an. Okay. Die sollte sich ja mal irgendjemand anziehen. Oder hatte jemand an? Die hatte jemand vor kurzem an. Und da auch eine Rüstung. So, die hat Kai an. Okay, das heißt Malkus und Kai, ja? Malkus. Und einmal Kai, der leider keine blau leuchtenden Augen gekriegt hat. Sehr, sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Dann schauen wir kurz Nahkampfwaffen durch, die ausgerüstet sind. Ich glaube, die sollten aber eigentlich alle soweit durch sein. Jawollo. Oha. Ja. So. Na gut, der Hammer des Titan ist ja hoffentlich fertig geskillt. Alles andere wäre eine Frechheit. Storm, bist du hier? Ja. Ausrüstungsset, Nahkampf, Psy-Schwerter, das ist ja Dorn von Deimos oder so, genau. 40er Crit raus. So, dann lass gerade noch Kinderrüstungen durchgucken.
fertig, grün, fertig. Okay, wer hatten die an? Wraithwane, du hast eine Rüstung, die noch 2 LP geben könnte? Ach richtig, die hier hatten wir. The Storm eventuell auch in petto, gell? Wegen dem passiven Ausrüstungsset und... Total krass hier das. Wer war das? Wraithwane, gell? Wraithwane, bist du an Bord? Ja. Wie sieht's denn mit deiner Bumme aus überhaupt? Die Kerle haben wir ja gar nicht durchgeguckt. Oh, die ist fertig. Okay, gut. Deine Rüstung, mein Kerl. Da geht doch noch Gesundheit. Ich meine, ne? Gerade so. Wir haben es gerade über... Von den Rosanen haben wir noch ein ganz kleines bisschen da. Das war der eklige Boss. Einzige, wo wir noch gucken könnten, wäre das, wäre der Pizzaschneider, aber ich glaube, der war fertig. Glaube ich auch. Da klebt nämlich eine Menge dran. Oh nein, der kriegt nochmal einen Punkt Rüstungszerstörung mit oben drauf. Na gut. Dann können wir nochmal kurz nach der Box gucken. Ich glaube, dem haben noch einen ganzen Haufen große gefehlt, oder? Genau, der kriegt nochmal 2 Punkte Rüstung, dann sind die gelben auch schon wieder alle los. So, hier gibt's nochmal Alter. Okay, dann sind die gelben wirklich los. Wenn wir das jetzt noch machen... Ich weiß nicht, ob ich die jetzt wirklich alle direkt rausschmeißen will. Wobei, die Missionen geben ja nichts außer Rot und Gelb. Geben nur noch Gelb und Rot. Gibt ja nichts anderes mehr. Okay, Box, du bist dann auch fertig. Wir könnten noch nach Tekkios schauen. Tekkios ist gerade unterwegs. Schade. Leider Schade. Unterwegs. Mist. Okay, wir wären dann auf jeden Fall hier fertig. Dann ist das hier tatsächlich die irgendwie Kultisten und Cruiser oder so ein Mist. Lass hier hochfliegen, mal gucken, wo die Jungs da sich verteilen. Hoffentlich passiert jetzt unterwegs nichts Schwachsinniges. Wirklich blöd, dass wir keine Ausrüstung gekriegt haben. Ich meine, ja, ist nicht, als bräuchten wir spontan welche. Die Jungs sind alle wirklich sehr gut bestückt. Schadet ja nicht. Aber schadet ja nicht, ja. Na gut, dann nächste Runde Mission. Kriegen wir wieder Ausrüstung, oder? No. Okay, bisschen übertrieben von euch, aber nicht... Rugen ist dann fertig? Ja. Mal gerade nochmal nachschauen. Ich glaube, kannst du den skillen? Eingriff erforderlich? Wer will was? Ach, wieder. Das hatten wir doch schon mal. Okay, das Spiel zirkelt gerade wirklich. Wegen dem Feiertag. Achso. Am I hearing you exactly right? Are you proposing to take the day off? Ich glaube tatsächlich, dass wir nur einen Tag hier stehen oder so und die Zeit haben wir gerade. Excellent. I will make the arrangements. Oder so. Jo, wir haben 350er. Jo, wir haben 370% Forschungsrate. Und Ektar ist dann jetzt nicht mehr ganz so pisst mit uns. Na gut, dann machen wir erstmal Feierabend. Wir hatten noch ein Level-Up, das können wir jetzt noch nicht machen, gell? Okay. Weil der gerade nicht da ist, oder? Doch, können wir. Na doch. Was hatten wir denn vor, hier oben fertig machen, gell? Das Drehen war jetzt tatsächlich gar nicht so schlecht. Ja, natürlich. Wir könnten aber auch einfach anstatt uns zu drehen, den Wirbel von unserem Freund... Worte mal da reinschießen. Das stimmt. So, dann machen wir noch Max WP mit oben drauf, einfach nur, weil es geil ist. Ja, dann macht der trotzdem 9 Damage, das ist schon brutal. Oder ist das denn eingerechnet? Ja, okay, 7 ist auch hart. Dann macht der 9 Damage, also 7. Also, ja, 7 ist halt wie... Wobei, doch, 7 ist wie eine normale Handgranate mittlerweile bei uns. Nicht, dass noch jemand Handgranaten mit dabei hätte, aber... Nee, der Anna, nicht er hier, gell? So Rüstungszerstörung für Psy-Angriffe brauchen wir wirklich nicht. Der ist halt ein bisschen wild geskillt, jetzt halt komplett ohne Terminator, aber... Er macht auch seinen Job. Ja. Es ging ja darum, dass wir jemanden haben, der nicht auf Psy-Bolter und Terminator geskillt ist. Sondern tatsächlich alles andere dafür mit hat. Cooler kleiner Kerl. Hat er endlich ausgelernt.
Na gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, liken und abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal, wenn ich nicht genau weiß, was passiert, aber hoffentlich was Sinnvolleres als heute, weil in 10 Tagen haben wir Kardex beherrscht und ich denke, wir sind definitiv für alles bereit, was das Spiel noch auf uns werfen kann. Ja, hoffe ich auch, die Bosse waren ja... Dann alles gut hier, ihr Alpharions, und Alpharion und ich melden uns dann ab. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.